Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Streckenlexikon-Video auf meinem Kanal. Lange hat es gedauert, aber die Serie kann jetzt weitergehen. Und heute sind wir in Spanien unterwegs. Und da sollte natürlich eher ein ausgeglichenes Setup wichtig sein, denn wir werden gleich sehen an den Kurven und an den Geraden, das ist ganz schön schwierig. Jetzt erstmal erste Kurve. Links auf den Curb rausfahren, kurz nach dem 50-Meter-Schild einlenken, Innenkurb ein bisschen mitnehmen, vielleicht nicht zu viel. Curb hier immer zur Hälfte mitnehmen, aufpassen mit dem Gas, denn das Heck kommt hier ziemlich schnell und man kann ziemlich schnell links Richtung Band abfliegen. Rechtskurve geht dann natürlich voll. Ihr merkt auch, dass ihr das richtige Setup habt, wenn ihr diese Rechtskurve voll nehmen könnt. Ansonsten müsst ihr da noch ein bisschen was verstellen. Links wieder auf den Curb, am Schatten einlenken, auf dem Schatten, kurz vor dem Schatten voll auf die Bremse in die Kurve rein. Hier aufpassen mit dem Gas. Die Beschleunigung bringt euch ziemlich schnell rechts Richtung Wand. Shortshiftet auch hier in den fünften und sechsten Gang. Dann, wenn ihr hier gerade steht, am Curb entlang, kurz nach dem Hügel, wenn ihr links den Curb in der Kurve seht, da könnt ihr anbremsen, in die Kurve einlenken, durch das Shortshiften natürlich auch das Auto wieder rumbewegen. Dann hier, wenn rechts der Curb anfängt, runterbremsen, in die Kurve rein, vierter Gang für die Extra-Rotation, Rausbeschleunigung hier auf dem Außenkurb, aufpassen, dass ihr nicht zu weit nach außen kommt. Dann hier links, wenn der Curb aufhört, dann könnt ihr einlenken, aufpassen rechts, die Runde wird ziemlich schnell ungültig. Wichtig, das Gas mitnehmen, ihr könnt auch ein bisschen länger links auf dem Curb außen bleiben, auf jeden Fall nicht ungültig machen. 100-Meter-Schild, ganz kurz vorher, ranbremsen, volle Kanne auf die Bremse, Richtung Innenkurb anvisieren, auch wieder ersten Gang benutzen für die Extra-Rotation, dann schnell Shortshiften Richtung dritter, vierter Gang, dass euch das Heck nicht wegkommt. Hier in die Kurve rein, im vierten Gang, dritter Gang wieder für die Extra-Rotation benutzen, vierter Gang allerdings dann im besten Falle benutzen, damit wieder das Heck stabil bleibt. Hier fahre ich persönlich im dritten Gang in die Kurve rein, wieder für die Extra-Rotation. Man kann aber auch im vierten Gang reinfahren und in der Kurve nochmal den dritten Gang benutzen. Wenn man hier durch den Schatten durchgefahren ist, zweiter Gang, notfalls nochmal den ersten. Hier allerdings über den rechten Curb, schon im dritten Gang, dann Shortshiften in den vierten, um schnell aufs Gas zu kommen. Und dann ist das eine Runde in Spanien und wie gewohnt gibt es das Ganze jetzt nochmal im Realtempo. Und danach gibt es das Setup für euch, welches ich für diese Runde genutzt habe. Hier wichtig, auch auf jeden Fall Schwung holen, so viel Speed wie möglich mitnehmen, das natürlich auch im Qualifying unbedingt machen. DRS nicht vergessen. Und jetzt merken wir uns da vorne, links auf den Curb rausfahren und nach dem 50-Meter-Schild fahren. Kurz nach dem 100-Meter-Schild anbremsen, Innenkurb gut mitnehmen, linken Curb gut mitnehmen, aufpassen mit der Beschleunigung, hier Vollgas rechts um den Knick. Immer die engere Linie wählen, hier könnt ihr ein bisschen Schwung holen, auf den Curb rausfahren, hier auf dem Schatten, kurz vorher anbremsen, beim Schatten reinfahren, vierter Gang, fünfter Gang, Shortshiften, aufpassen mit der Traktion, Auto gerade stellen, wenn links der Curb auftaucht, in die Kurve rein, Shortshiften wegen der Wagenrotation, auf der rechten Seite, wenn der Curb anfängt, runter in den fünften Gang, in der Kurve in den vierten, aufpassen am Ausgang. Runde kann schnell ungültig werden. Linke Seite, wenn der Curb aufhört, rechts in die Kurve rein, schön am Gas bleiben. Auf der rechten Seite, wieder kurz vor dem 100-Meter-Schild, voll in die Eisen. Innenkurb beachten, den müsst ihr anvisieren. Shortshiften, dritter, vierter Gang, aufpassen mit dem Heck. Dann hier Rechtskurve, dritter Gang für die Extra-Rotation, geht hier noch ein bisschen besser. Aufpassen, außen mit dem Curb. In die Kurve rein, dritter Gang für die Extra-Rotation. Hier, wenn der Schatten auf dem Boden anfängt, zweiter Gang. Aufpassen innen, aufpassen außen wegen ungültig. Und dann ist das die Runde in Spanien. Jetzt kommt noch das Setup. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.